Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Servus, mein Name ist Martin Sachsenweger. Ich bin heute wieder unterwegs, um schöne Fotos zu machen. Und heute bin ich in der wunderschönen Stadt Rothenburg ob der Tauber unterwegs, im wunderbaren, lieblichen Taubertal. Ich bin heute zum Sonnenuntergang hier in der Altstadt unterwegs, um ja, ein paar schöne Eindrücke festzuhalten, schöne Perspektiven festzuhalten von den alten Fachwerkhäusern und den alten Stadtmauern und den Türmen. Und ich habe heute zwei Zielfotos. Zum einen möchte ich den Markusturm fotografieren, der ist hinter mir, hier vielleicht auch in der blauen Stunde, muss ich mal schauen. Und natürlich das weltbekannte Plönlein, oder der Platz heißt, glaube ich, Plönlein. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß bei dem Video und würde sagen, bleibt dran, ich mache mich jetzt auf die Suche. Ciao. Erste klassische Ansicht hier am Markusturm. Ich habe mich jetzt hier am Gehweg parat gestellt, meine Kamera ausgerichtet auf den Turm, habe die angrenzenden Fachwerkhäuser noch ein bisschen mit einfließen lassen. Und das würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal hier in der Kameraeinstellung. Also Leute, klassische Ansicht auf den Markusturm. Ich habe meinen Nisi V6 Filterhalter aufgespannt mit dem ND64-Fach, um eventuelle Menschen oder Bewegungen aus dem Bild herauszubekommen oder zum Beispiel auch Autos. Wobei jetzt gerade ist es ehrlich gesagt ziemlich ruhig. Ich bin auf Blende 11, ISO 100 und bin aktuell, kein Problem, bin aktuell auf 5 bis 6 Sekunden Belichtungszeit. Und das ist jetzt mein erster Shot. Ich habe es recht weitwinklig ausgerichtet, bin jetzt bei ca. 30 mm. Es liegt einfach daran, weil ich noch ein bisschen stürzende Linien habe. Also sprich, ihr seht hier links und rechts die Häuser im Haus. Die gefallen mir noch nicht, da werde ich die Perspektive im Anschluss noch ein bisschen anpassen über Lightroom. Und als zweite schöne Aussicht hier auf den Markusturm habe ich jetzt einmal die Straßenseite gewechselt, um den Turm einmal von der anderen Seite zu fotografieren. Das blende ich jetzt mal ein. Und seht ihr das da oben, Leute? Da oben ist ein Storchennest. Leider sind gerade keine Störche in der Nähe. Das muss ich mir aber unbedingt auch nochmal anschauen, wenn hier in diesem mittelalterlichen Stadtkern die Störche einkehren. Also das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. So, ich bin jetzt hier am Rathausplatz angekommen, am neuen Rathaus. Ich muss sagen, es ist total erschreckend, wie leer das hier eigentlich ist. Ich war ja im Sommer schon mal hier und da hat hier echt der Bär gesteppt. Da waren hier alle Restaurants offen und wirklich viele Touristen, auch während der Corona-Zeit. Aber jetzt ist hier ehrlich gesagt gar nichts los. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen, weil ich jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollte, ein bisschen an den Treppen des Rathauses niedergelassen und versuche hier jetzt ein paar interessante Blickwinkel, ein paar interessante Perspektiven aufzu,
treiben. Und wie das ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Also ihr seht, ich spiele jetzt hier mit den Stufen des Rathauses und versuche das so ein bisschen in meine Bildkomposition mit einzubauen, wie ihr hier seht. Es sind auch hier wieder diese stürzenden Linien, das sieht man hier rechts am Haus zum Beispiel sehr, sehr schön. Das muss man im Nachhinein immer noch ein bisschen wegmachen. Das muss man also einkalkulieren, wenn man das Bild schießt, dass man oben und oben noch ein bisschen Platz hat, damit nichts abgeschnitten ist. Und damit man einfach noch ein bisschen Puffer im Bild hat. Ich bin jetzt auf den gleichen Einstellungen, Blende 11, ISO 100, habe meinen ND64-Fach vorne drauf. Ja, aber hier ist ja eh keiner, den ich verschwinden lassen könnte. Und auch hier finde ich das Framing total interessant. Und ich muss sagen, Rothenburg ob der Tauber ist für mich wirklich irgendwie eine Herzensangelegenheit. Ich war hier nämlich schon als kleiner Bub, als kleiner Junge war ich hier schon mal auf dem Weihnachtsmarkt. Also der Weihnachtsmarkt hier auf diesem wunderschönen Platz, der ist sehr, sehr bekannt. Und ich hoffe, dass der bald auch wieder stattfinden kann, weil das war eine ganz tolle Kindheitserinnerung. Jetzt wird es ein bisschen Zeit für was Blumiges. Ich habe meine Kamera jetzt hier in dem einzigen Blumentopf auf diesem Platz postiert. Bin mit der Blende oder habe die Blende total geöffnet auf 2,8, sodass wir einen verschwommenen Vordergrund haben. Und ich finde das wirkt nochmal richtig, richtig cool. Ich muss sagen, heute ist es natürlich extrem schade, dass wir keine einzige Wolke hier am Himmel haben. Ist halt so, kann man natürlich nicht ändern. Aber das macht für mich umso weniger Sinn, jetzt hier noch zu warten bis nach dem Sonnenuntergang, sondern ich werde mich jetzt Richtung Plönlein auf den Weg machen. Und das liegt ziemlich genau in diese Richtung, 200-300 Meter. Und da melde ich mich dann wieder. So, wie versprochen, jetzt hier die nächste und wahrscheinlich auch letzte Meldung aus Rothenburg ob der Tauber. Ich bin hier angekommen an dem Spot, der so bekannt ist, und zwar am Plönlein. Habe meine Kamera ausgerichtet. Ich achte natürlich darauf, dass alle Linien gerade sind. Und jetzt geht's los. Aktuell ist dieser Turm, dieses Stadttor, noch in der Sonne. Ich werde jetzt hier noch genau so lange warten. Ich werde jetzt hier noch genau so lange warten, bis dieser Turm dann nicht mehr in der Sonne ist, damit ich keine überbelichteten Bereiche im Bild habe. Ansonsten bin ich nach wie vor bei der gleichen Einstellung, Blende 11, ISO 100, ND64. Ich sage euch jetzt mal kurz, wie ich mir das hier bei dem Shot gedacht habe, beziehungsweise wie ich es mir vorgestellt habe. Und zwar, ihr seht, ich habe hier darauf geachtet, dass alle Linien, alle Häuser gerade sind, dass hier oben dieses Schild von dem Gästehaus Hirsch etwas über dem Turm hängt. Das gefällt mir ganz gut. Ich werde das Bild nachher auf 4:5 abschneiden, das heißt in etwa hier, sodass hier unten dieser verschenkte Bereich quasi ausgeblendet wird. Ansonsten, ich habe fokussiert auf das Häuschen hier vorne, auf dieses urige gelbe Fachwerkhäuschen und
So, das werde ich jetzt auch mal ausprobieren, wirklich ganz runter in die unterste Perspektive zu gehen. Da wirkt das Pflaster nochmal richtig cool. Das sieht auch ziemlich geil aus. Also ihr Lieben, für mich war es das hier jetzt heute schon wieder im wunderschönen Rothenburg ob der Tauber. Ich habe meine Shots im Kasten, war ein toller Tag. Ich habe tolle Perspektiven auch einfangen können, auch welche, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Das liegt natürlich daran, weil die Stadt sehr, sehr leer ist, sehr ruhig ist und man alle Plätze total cool und alleine auskundschaften kann. Ich habe meine Shots im Kasten. Wenn euch das kurze Video heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über den Daumen in diese Richtung. Und gerne auch über das Abonnement solltest du meinem Kanal noch nicht folgen. Auf Instagram sind meine Bilder natürlich auch zu finden, und zwar unter Travel Meets Art. Schau vorbei, lass dich inspirieren und sag Hallo, würde mich total freuen. Ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao, macht's gut. Und falls jemand weiß, wo man hier in Rothenburg ob der Tauber gut essen kann, am besten italienisch, dann schreibt es mir bitte auch in die Kommentare, weil ich habe einen Bärenhunger.